Um der Ursache auf die Spur zu kommen, stellen Sie zuerst die Spannungsversorgung sicher, indem Sie die Spannung mit einem Multimeter überprüfen. Ist genügend Spannung vorhanden, liegt der Fehler vermutlich im Bereich der Verkabelung oder beim Starter. In diesem Fall ist die Spannungsversorgung gegeben. Entfernen Sie zuerst das Massekabel an der Batterie. Somit machen Sie den Kreislauf stromlos. Lösen Sie alle elektrischen Verbindungen am Starter und markieren diese, wenn möglich, um einen späteren Anschlussfehler auszuschließen. Kontrollieren Sie die gesamte Verkabelung auf eventuelle Beschädigungen und Korrosion. Anschließend lösen Sie die Befestigungsschrauben des Starters und bauen diesen aus. Überprüfen Sie den Starter sowie den Zahnkranz am Schwungrad auf Beschädigungen, Verschleiß und Verschmutzungen. Vergleichen Sie vor dem Einbau den neuen mit dem alten Starter. Befestigen Sie den Starter am Fahrzeug. Montieren Sie die Anschlusskabel am Starter. Achten Sie bei der Verlegung der Kabel, dass diese nicht in Kontakt mit heißen oder bewegten Teilen kommen. Halten Sie sich dabei stets an die Drehmomentvorgaben des Herstellers, um Beschädigungen an den Schraubverbindungen zu vermeiden. Befestigen Sie das Massekabel am Minuspol der Batterie. Achten Sie dabei auf festen Sitz der Polklemmen und führen Sie abschließend eine Funktionsprüfung durch.